Morgen, Leute, zu einem neuen Vlog. Wir sind wieder da und wir haben was Cooles vor heute. Und zwar besteigen wir den Cradle Mountain. Das Herz von Tasmanien. Ja, genau. Wir machen jetzt noch unser Vespa und frühstücken jetzt noch was. Und dann geht's auch schon los. Die Sonne ist gerade erst aufgegangen. Wir müssen aber früh aus den Federn oder aus der Schaummatratze. Weil die Wanderung 8 Stunden geht und hier ja schon irgendwie um 5:30 abends wieder die Sonne untergeht, ne? Genau. Deswegen halten wir uns ein bisschen ran und dann geht's gleich los. Das hier ist der Beweis, dass man keinen Van braucht, um von drinnen kochen zu können. Ich habe mich dafür nicht einmal aus dem Auto bewegt. Wir sind jetzt hier am Anfang vom Track und es sieht schon mal sehr vielversprechend aus. Ja, freuen uns schon ein bisschen. Der Start war ein bisschen holprig, weil es hieß, dass man halt mit dem Shuttle reinfahren muss. Das letzte Shuttle fährt aber um 4.30 Uhr zurück, das heißt, das schafft man eigentlich zeitlich gar nicht mit dem Wandern, was ein bisschen blöd ist, weil da muss man eigentlich schon früh los und da ist schon noch dunkel. Mindestens eine Stunde länger hell, ja. Ja. Schade. Und naja, jetzt haben wir mal gesehen, dass hier ist ein, also wir haben auf der Karte gesehen, dass ein Carpark ist und wir haben nachgefragt, die haben gesagt, nein, das geht nicht, jetzt sind wir hier. Hier sind aber Leute und die haben gemeint, die sagen das halt, damit nicht so viele Leute mit dem Auto reinkommen. Und es ist halt einfach kacke, weil jetzt sind wir mit dem Shuttle reingefahren und der letzte Bus fährt halt um 4.30 Uhr, aber die Wanderung geht halt länger. Wir hoffen halt jetzt einfach auf unser Hitchhiker-Glück und dass wir jemanden finden, der uns mit zurücknimmt. Ja. Ansonsten wandern wir nochmal 2 Stunden im Dunkeln zurück. Und lasst uns das jetzt aber nicht verderben und probieren es trotzdem. Oder nichts probieren. Wir genießen es jetzt trotzdem. Es wird bestimmt geil. Genau. Wir gehen jetzt gleich den Aufstieg und ja, man kann von hier schon sehen, es geht da ziemlich steil hoch. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann nochmal, wenn es richtig hart wird. Wir steigen jetzt den Berg hoch. Wünscht uns viel Spaß. Wir sind nicht ganz schwer, entschuldigt uns bitte. Wir wollen das überleben. Sieht schon aus wie so eine riesen Schotterpiste. Ich hoffe, es ist ein bisschen stabiler. So, wir sind jetzt fast am Gipfel angekommen und wir lassen jetzt den Rucksack hier und nehmen nur die Kamera mit, auch ohne Mikrofon, weil es jetzt wirklich uns ein bisschen zu heikel wird. Das ist das erste Mal, dass man echt auch richtig klettern muss. Ja, das ist so eine Tasche mit viel Inhalt und Gewicht, nicht unbedingt das Optimalste. Ja. Und einfach vom Ball aushalten, deswegen lassen wir es einfach hier. Seht ihr das, wo da drüben die Leute runterkrabbeln? Und so krass.
Also wir sind jetzt wieder unten und vielleicht, wie ihr schon seht, gibt es jetzt erstmal Vespa, weil wir haben Hunger. Und es war einfach wunderschön da oben. Auch wenn man ein bisschen klettern musste, absolut wert. Absolut. Ich glaube, das war jetzt bis jetzt gerade wirklich den schönsten Track, den wir einfach gemacht haben. Weil man permanent einfach eine überragende Aussicht hat nach überall hin. Es ist, macht ihn unbedingt. Es ist so geil. Kennt ihr auch dieses Gefühl, wenn ihr so lange gewandert seid und ihr könnt euer geiles Brötchen beißen? Oh mein Gott. Mmh. Deluxe. Mhm. So, weiter geht's, sonst wird's nämlich dunkel. Und der letzte Bus kommt eh um 4:30 Uhr, aber hier sind so viele Leute auf dem Track unterwegs, dass wir immer noch hoffen, dass wir irgendwie per Anhalter irgendwo mitfahren können. Also wir wissen, ehrlich gesagt, wir haben nicht mehr so viel Lust, durch Wälder zu gehen, aber dieser Wald hier, irgendwie hat er was Besonderes, ein bisschen märchenhaft auch. Wir sind jetzt wieder unten und wir haben gerade bemerkt, dass wir voll den Rechenfehler gemacht haben, dass wir 7 Stunden Zeit gehabt hätten für die Wanderung, um den Bus nicht zu bekommen. Und sind zwar mal wieder beide Handy-Akkus leer gegangen, aber vielleicht schaffen wir es ja noch. Und der Gipfel, der ist jetzt total im Rauch versunken mittlerweile. Also wahrscheinlich gab es da irgendwo ein Buschfeuer, hier auch überall. Und wir sind echt froh, dass wir jetzt schon unten sind, weil sonst würde man wahrscheinlich gar nichts mehr sehen. Adri, du schnell auf den Pott. Und das heißt, wir haben es geschafft. Richtig umsonst aufgeregt. Das ist auch so verwirrend, weil die immer 4.30 Uhr hinschreiben und nicht 16.30 Uhr. Da haben wir wahrscheinlich bis 14 Uhr gerechnet. Und das ging ja gar nicht. Natürlich ging es, war überhaupt kein Problem. Ich glaube, wir haben sogar noch massig Zeit. Oh, super. Da ist jetzt der Bus. Toll. Alter, nur weil Adri jetzt unbedingt aufs Klo musste. Verdammt! genau, wir sind so gut wie am Ende des Videos. Wir sind wieder am Parkplatz, wir haben alles geschafft. So, überhaupt kein Problem, es ist jetzt 4. Ja, wir haben uns ein bisschen verrechnet mit der Zeit, wir haben uns ein bisschen verpeilt. Bisschen unnötig aufgeregt, so. Wie immer. Genau, wir müssen jetzt noch schauen, dass wir irgendwo hinkommen, weil wir hier nicht noch eine Nacht schlafen wollen. So schön ist es ja noch nicht. Deswegen probieren wir das noch im Tageslicht zu schaffen und wenn wir da nicht schaffen, das Fazit heute zu machen, machen wir es morgen. Und für euch macht es ja eh keinen Unterschied. Genau. So, hallo miteinander. Die letzten Tage auf Tasmanien sind gezählt. Das ist sogar der letzte Tag. Wir fahren heute. War doch nicht morgen. Genau, ja. Wir enden es morgen. Uns hat es ein bisschen hergetrieben. Wir waren erst noch im Westen, weil wir da dachten, dann sehen wir das noch. Dann dachten wir, das Wetter gefällt uns nicht gut, weil es so windig war. Dann sind wir noch zu Liffey Falls und dann noch hierher. Ja, aber hier ist doch einfach so schön. Ja, wollten dann noch mal ein paar Tage in der Sonne haben. Und naja, auf jeden Fall zum Fazit. Genau, Cradle Mountain. Uns hat es mega gut gefallen. Es ist einfach, der Aufstieg war richtig cool, weil es wirklich so mehr oder weniger wirklich Klettern war. Also oft hieß es halt Klettern, aber du konntest einfach schnell hochspringen oder einfach, keine Ahnung, es war halt eher so ein kleiner Balanceakt, aber ja, das war echt das erste Mal, dass du wirklich. Es war auch das erste Mal, dass ich wirklich ein mulmiges Gefühl hatte, teilweise. Weil es einfach aussah wie ein riesiger Schotterhaufen. Und das Einzige, was einen so ein bisschen beruhigt hat, dass es so viele Menschen machen. Ja. Und dass es, wenn es gefährlich wäre, es wahrscheinlich nicht so viele Menschen machen würden. Vielleicht ist es trotzdem gefährlich. Wir haben es auf jeden Fall überlebt. Genau, und auch die Wanderung war halt richtig cool, weil es durch verschiedene Landschaften einfach immer ging. Oder
Es war nicht einfach, dass man immer erstmal eine halbe Stunde oder Stunde durch den Wald gelaufen ist, sondern es war einfach permanent irgendeine Abwechslung. Und es war einfach richtig cool und einfach wirklich permanent eine überragende Aussicht, die man so nicht einfach noch nie hatte. Und das war unterschiedlich. Auf Berge, auf Seen. Es war einfach so geil. Ja, dann, so geil. Da war mal im Wald, aber es war wirklich so ein Märchenwald. Ihr habt es ja selber gesehen. Vielleicht ist das Video nicht ganz so gut rausgekommen, aber es war richtig geil. Also mega empfehlenswert. Und selbst wenn ihr halt sagt, okay, ich bin nicht irgendwie der große erfahrene Wanderer oder habe keine Lust so zu wandern. Da gab es auch viele kleine Wanderungen drumherum. Mhm. Irgendwie durch den See, um See rum für eine Stunde. Oder also wirklich für jeden war da was dabei. Wirklich richtig, richtig gut. Und hier links am Herzen, wenn ihr Bock habt zu wandern, macht es. Und macht's, also wir haben es ganz am Ende gemacht und es ist, glaube ich, wirklich gut, dass wir das so gemacht haben, weil wir uns schon dachten, dass es, alle sagen, es ist so geil, es ist bestimmt ein Highlight, dann machen wir es bis am Ende, bevor alles andere daneben schlecht aussieht. Und wir haben uns ganz gut gesteigert, glaube ich, so mit erst so Mount Farrell, Wineglass Bay und dann Quail Mountain am Ende, weil ich glaube, wenn man es als allererstes macht, dann ist die Erwartung schon mega hoch. Ja. Also es ist, glaub, man wird trotzdem nicht enttäuscht, es sind trotzdem immer wirklich überragende Landschaften, aber ich fand, für uns war es jetzt die beste Wanderung hier. Ja. Wir haben übrigens dann, also die Wanderung, die wir gemacht haben, war anscheinend eine 8-Stunden-Return-Wanderung aus der App über den Gipfel. Und also wir haben 7 Stunden gebraucht, wir haben bestimmt insgesamt 1 Stunde Pause gemacht. Wir sind auch, wir laufen schnell beide, deswegen, aber ich glaube, länger als 8 Stunden braucht man, glaube ich, nicht dafür, auch wenn man nicht so schnell läuft. Ja. So, oder glauben wir jetzt mal, wir wissen ja nicht, wenn Leute halt echt viele Pausen machen, aber es lohnt sich auf jeden Fall trotzdem. Ja. Wir sind am Ende von Tasmanien. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Was jetzt kommt, wissen wir noch nicht. Wir werden wahrscheinlich so ein paar Ideen haben wir schon. Seid gespannt, bleibt auf jeden Fall dran. Aber wie es ja für uns weitergeht, jetzt mal ganz unabhängig vom YouTube-Channel, können wir trotzdem noch sagen. Und zwar geht es für uns ziemlich direkt zurück nach Adelaide wieder, weil wir da arbeiten. Genau. Ihr habt es ja im Adelaide-Video gesehen. Wir haben da gecouchsurft bei dem Josh und dem sein Bruder hat eben diese Vineyards. Da managt sie halt. Managt sie und da können wir arbeiten jetzt. Genau. Und das machen wir auch. Weil Adelaide hat uns einfach super gut gefallen. Wir freuen uns auch voll nochmal dahin zurückzukommen und so viel Zeit zu haben, auch wenn wir wahrscheinlich viel arbeiten werden. Aber das werden wir alles sehen. Auf jeden Fall für uns ist dann wieder Arbeiten angesagt. Aber wir lassen euch trotzdem nicht hängen. Da kommen ein paar coole Sachen, versprochen. Genau. Und ja, wir sehen uns am Ende des Videos. Deswegen lasst am besten einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und ja. Genau. Hier könnt ihr den Kanal abonnieren. Und hier kommt ihr zum nächsten Video, sobald es online ist. Also, mal sehen, was es wird. Bleibt dran. Tschüss.